Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Streetiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Ja, und was machen wir heute? Zack, 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 zack. Also man merkt schon, der liebe Streetiger hat auf jeden Fall eine Karriere als Weichenstaltung bei der Bahn. Ja, genau. Deswegen kommt es auch immer zu spät. Ja, was machen wir heute, Dorsch? Wir haben heute ein organisiertes Verbrechen vor. Wir gehen ein paar Villager anführen. Das machen wir aber, wenn es Tag ist. Ach, das ist ja jetzt Quatsch. Weißt du, was ich hätte mal machen können, wenn wir gerade mal Pause gemacht haben? Ja. Hätte mal wenigstens einen Schluck trinken können. Ja, hättest du mal, ne? Mhm, hätte ich mal. Hätte Fahrradkette. Mhm. So, oh, guck mal hier. Nachbarschaft brennt. Schön. Heute gar. Ha. Ja, so langsam habe ich mich wieder an den neuen Kampfstil gewohnt. Der ist schon ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn geil. Ja. Ich finde ihn richtig gut geworden. Ist geil. Also, man muss sich echt erstmal dran gewöhnen. Das ist alles. Ja, komm, das mache ich nachher weg. Ja, komm. So, also hier würde ich sagen, gehen wir hier bitte rein. Oder Richtung Tor. Machen wir es erstmal so. Also, sobald wir hier durchgegangen sind, so, genau. Gut. Gut. Hätten wir das schon mal. Sehr schön. Ja, die Leute fragen sich jetzt bestimmt, was wir machen. Mhm. Ja, lass ruhig. So, wo müssen wir denn jetzt das andere Tor aufbauen? Also wir müssen nach minus 12, warte, machen wir mal so, x minus 12197 und z minus 66, da müssen wir hin. Alter, das ist schon ein Stück, ne? Ja. Das ist in die, Alter, das geht in die Richtung. Fuck. Oh. Also ich kenne einen Weg rüber, das ist kein Thema. Also ich weiß nicht, wie wir jetzt da unten auf diese Soulsend-Plattform kommen würden. Ja, gut, aber das ist, ja. Ah. Ja. Ja. Mhm. Also man merkt schon, wir haben echt einen Premium-Nether. Ja. Sowas von. Lol. Alter. Das wird ein hartes Unterfangen, sag ich dir. Mhm. Ja. Ich mach dir einen Vorschlag. Da ist ein Gast. Und tschüss, ich bin weg. Hm? Wo geht's denn hier raus? Da lang war das. Vorsicht, hier ist ein. Ich würde einen Vorschlag machen. Was denn? Wir bauen noch ein anderes Portal unter der Erde. Dann kommen wir nämlich tiefer raus im Nether. Ja. Alter, lass mich rein. Oh. Kommen wir ja bei unten bei der Mobfarm da mal von Crazy. Ja, genau, das ist dann schon richtig gut unten. Gut. Doing, 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 doing. Ah, falscher. Hehe. Naja, zum Glück habe ich noch Obsidian gefarmt. Mhm. Oh. Genial, der war jetzt, ich bin ja jetzt mittlerweile bei Guild Wars 2, habe ich ja mal mit Let's Play angefangen, aber dann gemerkt, okay, das gibt nichts. Bin ich dann immer noch momentan aktiv am Spiel mit ein paar Freunden. Ja. Da bin ich jetzt mal mittlerweile in der Gilde drin. Okay. Das Geniale war einfach nur, ich bin da so mit einer Freundin am Schreiben, die mich da erstmal so reingebracht hat. Ich dachte nur, ja, kein Problem, kann man mal machen, kann man mal anschauen. Bin ich schon drin, dann frag ich mich so, ah ja, so nebenbei. Hast du einen? Da oben. Ja, ich hab's gesehen. Ich werde dann mal mit dem Innenarchitekt mal sprechen, dass er ein bisschen ausleuchten muss. Mhm. Okay, so. Super. Ja, auf jeden Fall, was wolltest du sagen?
Ja, dann bin ich an diese Gilde erstmal reingekommen und das erste, was kommt, hast du eigentlich ein Problem damit, Englisch zu sprechen? Nein, wieso? Naja, die Gilde besteht zwar aus 400 Leuten, aber der Großteil sind Amerikaner, Engländer und Kanadier. Cool. Wo bauen wir auf? Oh, komm, bauen wir gerade hier auf, ja? Jo. Ja. Nein. Obwohl, hier. Da können wir sie im Boden reinsetzen. Ich habe gerade noch, ob sie denn für die Sparversion dabei. Ja, ja, ist okay. Reicht doch. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Scheiße, das hätte ich eigentlich Stiche aufbauen müssen. Ahahaha. Ey, damit hast du aber auch echt einen Ruf. Ja, danke. Ich kann die Welt mal. Doch, ich kann nicht hauen. Geil. So. Hä? Die sind zu nah aneinander. Nein. Toll. Ja, hat ja super geklappt, ne? Mhm. Wunderbar. Und wo kommen wir jetzt raus? Oben. Ja, wahrscheinlich. Nö. Hi. Oh, cool. Ja, Hast du einen Eimer? Ja, du brauchst ein braunes Obsidian wieder, ne? Hm. Ja, sorry. Schau mal oben in der Kiste. Bei den Kisten, da ist noch eine Diaspitzhacke. Ja, bis ich die hab, dann, na egal. Da sind drei. Nicht, nein, 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 nein. Komm zurück. Ah, da oben Kiste. Da oben, ja. Ah, einfach okay. Da die Koppeltreppe rauf. Guck mal hier, das sind Zombies. Echt? Hm. Das ist ein Spawner. Wie komme ich denn da hoch? Da ist direkt an der Wand ist eine kleine Koppeltreppe rauf. Direkt an der Wand eine kleine Koppeltreppe. Sag mal. Bin ich warte. Blöd oder was? Hier. Am Spawner vorbei? Ah, okay. Ja, das hättest du mir ruhig mal sagen können. Ja, hab ich doch. Nee. Da drüben ist der Koppeltreffer, hab ich schon gesagt. Ja, Koppeltreffer, aber nicht am Spawner vorbei und so. Da ist ein Koppeltreffer. Oh, guck mal hier, eine Diamantspitzhacke. Ja, bis ich die gefunden habe, das dauert ewig. Ja, ich dachte, du meinst die oben oder so. Mhm. So. Genialste war jetzt einmal bei Guild Wars, Da wurden wir einmal zu den Gildenmissionen eingeladen, also wirklich die ganze Truppe einmal so was am Zocken. Ja. Und ich bin dann nur mit einem Kumpel von mir da. Wir sitzen da so, okay, das kann jetzt lustig werden. Weil er hatte keine Ahnung, so wird er ein Problem mit Englisch sprechen teilweise. Und er hat die Truppe noch ganz richtig kennengelernt und ich sag dann nur, keine Sorge, die sind ganz normal. Ja. Dann kommen da erstmal so geniale Themen. Da frage ich mich, Alter, auf sowas kommt, würde nur nicht mal ich kommen. Okay. Ey, ohne Witz, ich bin einmal in Guild Wars reingekommen und ich sehe nur, worüber die am Schreiben sind. Die sind dann, da waren ein paar Programmierer bei und die sprechen dann darüber, ob man nicht ein Programm machen kann, die einen Blowjob simuliert. Ein Blowjob? Mhm. Aha, klar. Da habe ich mir noch gedacht, okay, alles klar, sehr schön. Ich habe eine Idee. Ja? Da drüben ist noch ein alter Strip-Mine-Gang. Wenn wir da ein bisschen lang gehen. Ja, ja, das war jetzt klar. Hey, die haben genervt. Auf jeden Fall hier den Strip-Mine-Gang lang, da sollte man an einer guten Stelle rauskommen. Ja, es darf halt nicht zu weit weg sein, ne? Weißt du ja. Ja, ja, bloß halt was weg vom Portal. Ja, klar. Auf jeden Fall, dann machen wir da einmal diese Gildenmissionen mit. Ja, so und teilweise ein bisschen sehr schüchtern. Ich sag mal, keine Sorge, die sind ganz normal. Und dann das müssen wir teilweise erstmal richtig zusammenreißen, weil da eine Tschechin dabei war. Okay. Glaubst du, das reicht schon? Boah, ich glaub schon. Ja, das reicht schon. Komm, aber. Weißt du was? Fick dich, Lava. Du jetzt? Lava sammeln, oder was? Ja, ein bisschen Lava wegmachen. Ja. So. Warte. So.
Und da war eine Tschechin dabei, ja? Ja, da war eine Tschechin dabei, die teilweise so komisch Englisch gesprochen hat. Wir mussten uns richtig zusammenreißen. Die letzten Stücke musst du haben. Ja, ich habe noch 3 Stück. Sehr schön. Ja. Dann, ich schreibe denen nur so, halt bloß die Fresse, fang jetzt nicht so an, extrem an abzulachen. Ja, nur, okay, okay. Ich werde mich zusammenreißen können. Und dann ist da eine Südafrikanerin dabei, bei der hörst du die ganze Zeit erstmal nur das hier. Hä? Aber was ist denn hier los? Ja. Okay. Wir sind super gelinkt, ne? Mhm. Hm. Gut, dann machen wir es doch oberirdisch. Warte, komm mal her. Was denn? Ich habe eine Idee. Soll ich mal kurz mein Feuerzeug wegwerfen und das Portal deaktivieren? Und dann? Aber ja, das haben wir Spaß. Ja, genau. Ich kann dich auch direkt in die Lava reinwerfen, wenn du das willst. Ah, nee, ich habe 20 Level. Depp. Ja, ich muss alles wieder neu verzaubern. So. Ja, wieder von vorne. Oh Mann, eh. Ja, was war das Klopfen? Das weiß kein. Oder was? Hm? Buschtrommeln. Es hat sich auf jeden Fall verdächtig danach. Mann. Ja, was? Verdächtig? Es hat sich verdächtig danach angehört, als hätte sie den Akt der Selbstbefriedigung begangen. Aha. Und dann, als wir das wirklich nur angefangen haben zu hören, ich habe schon gehört, wie mein Kumpel sich nicht mehr zusammenreißen kann. Ich nur, okay, reiß dich zusammen. Dann bricht der so extrem aus vor Lachen und ich fange auch nur an. Mhm. Und die ganze Truppe ist einfach nur leise und fragt sich, was ist mit euch schief? Ja, versuch du dann erstmal so ordentlich einzubringen. Mach dir mal Wasser hin. Das hast du gerade zugebaut. Ja, nee, unten drunter ist Lava. Ja, ich kann. Achso. Das machen wir anders. Ja, oder so. Dann kuschel dich einmal kurz. Alter. Okay, du hast schon. Ja. Ja, das war auf jeden Fall schon eine geile Aktion. Glaube ich, ja. Und das Geniale ist, wir sind bei 400 Leuten, sind wir 3 Deutsche. Geil. Also sicher, das kann ich runterfallen. Im Lava. Ja, gut. Ja, noch weiter, das wird nichts bringen. Irgendwie nicht. Oder ist da noch eine geniale Aktion mit der anderen Deutschen da dabei? Deutschen? Ja. Hast du eben Deutschen gesagt? Ich bin mir nicht sicher, was ich gesagt habe. Ich will auch eigentlich nicht mehr da reinhören, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall mit der anderen deutschen Dame. Dann hat die sich gerade so eine legendäre Waffe am Herstellen und da musst du ein paar Events machen. Dann habe ich gesagt, da komm, ist kein Thema, helfe ich dir dabei. Und dann musst du an einem Weltenboss teilnehmen und der hat eine Chance von 0,0001%, dass man eine aufgestiegene Waffenkiste namens Tequattles Hort bekommt. Wie heißt die? Tequattles Hort. Also Tequattle ist dieser Weltenboss und ja. Hort einfach, ja, okay. Lager, sowas. Ja. Und ich sag dann nur, bevor wir anfangen, pass auf, ich bekomme das jetzt gedroppt. Mit Ansage. Das würde ich sehen. Und es hat geklappt. Auch nicht schlecht, ja. Seitdem hasst die mich wie die Pest. Das glaube ich, ja. Würde ich auch hassen. Ja, komm, du hast mich doch so oder so. Nee. Echt nicht? Nee, ich habe schon einen Grund dafür. Scheiße, ich mache meinen Job falsch. Ich hab doch gesagt, ich habe meinen Grund dafür. Mhm. Ja. Ach so, jetzt waren wir unten, haben die Dings nicht mitgenommen, ne? Die was jetzt? Das, was wir noch brauchen. Die Schienen, stimmt. Ja? Cool. Da war ja was. Ich glaube, du kannst die Folge auch beenden, oder? Nee, wir haben noch 5 Minuten. Oh, wir haben noch 5 Minuten. Gut, dann gehe ich nochmal schnell runter, hol das Zeugs. Okay, ich hole schon mal ein neues Obsidian, das verloren gegangen ist. Ja. Und ich mache jetzt hier endlich mal Ding ein bisschen höher.
in Gang. Jo. Was können wir noch gebrauchen eigentlich? Sonst hätten wir alles. Noch ein paar Blöcke vielleicht noch. Ja, Kabel haben wir ja genug. Kannst du auch nochmal da unten bei Christian bedienen. Hier die Strings können aber mal weg. So, hier. Was haben wir eigentlich alles an verzauberten Büchern? Behutsamkeit, Stärke 1, Federfall 2. Nemesis der Gliederfüßer. Boah, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Nemesis? Wieso? Das war ironisch. Also, okay. Kannst du bei mir noch nicht machen um 1:30 Uhr morgens? Doch, kann ich. Ja, ich merke das schon. Ja. Schutz 3. Auch nochmal besonders. Behutsamkeit und Nemesis der Gliederfüßer 4. Rückschuss 2 und Schlag 2. Feuerschutz 3 und Schärfe 4. Haben wir einen. Wo sind denn die? Da sind sie. Damit kommen wir aber wirklich nicht weit. Wie viele sind's? Es sind knapp 3 Stacks. Ja gut, müssen wir halt eine Etappe machen. Ja, super. Was denn? Ja, jetzt hätte 30 Text. Ja. Ja. Okay, nächste Frage. Wie kommen wir in den Nether? Hä? Ich sag mir, waren sie mit. Wie machen wir das in der Oberwelt? Ach so. Mhm. Du meinst jetzt, das Nether-Portal ist in der Oberwelt, oder wie jetzt? Was? Du willst das jetzt ja noch über die Oberwelt machen. Also genau. Über den Nether. Nee. Hä? Nee. Ich möchte Nether in der Oberwelt nachbauen und dann machen wir da das. Nee. Was? Ja, genau. Nee, wir machen das jetzt in der Oberwelt. Einfach Dingens und dann hier gib ihm. Okay. Du hast keine Ahnung, von was ich rede, ne? Nein. Gut. Guck mal, was ich hier habe. Ja. Achso, hier krieg ich das. Da. So was. Ja, ne? Ja, Schienen. Genau. Und jetzt kommt Minecart und dann kommen die Villager rein. Genau, er hat's krepiert. Cool. Ja, bloß. Das sind ja jetzt nur ca. 3 Stacks. 3 Stacks und wir haben ca. 2000 Blöcke. Ja, dann müssen wir es halt aufteilen. Machen wir Strecke für Strecke. Oh Mann, das wird lustig. Ja, du kannst natürlich auch noch ein paar Schienen bauen, ne? So ist es nicht. Das können wir machen. Am besten nehmen wir dann Pferde mit, ne? Sind wir schneller. Ja gut, Pferde für hin, ja. Wobei, wir müssten. Nee. Wir müssen eh die Strecke aufbauen. Wobei, ach nee, Quatsch, hast recht, ja. Hm. Natürlich habe ich recht. So. Wo sind hier Nederzeugsen? Ich würde sagen. Ich wirf dir hier eine Maschine hin. Ja, ja, mach du. Ja, ich merke schon. Bist du dann vorbeigegangen, ja, oder? Da. Ja, da hinten liegen die Schiene. Ach, cool. Alter. Gut. Sind ein paar. Ja, sollte es reichen, ne? Erste Mal, ja. Moment. Granit. Erde. Gut. Haben wir alles? Ich nehme nochmal irgendwie was zum Futter nochmal ein bisschen mit. Komm, nehmen wir irgendwie sowas. Ja, Bogen wird schon noch halten und mein Viertelstack Brot sollte reichen. Gut, dann machen wir uns offcam auf die Suche nach dem Dorf, würde ich sagen, ne? Ja, weil auch schon die Folge vorbei ist. Ja, genau. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.